natürlich ersetzt es da keine Fotografenausbildung, eh klar. Und wer sich näher damit beschäftigen will, der macht das sowieso. Aber ein paar kleine Tipps kann ich euch da schon sagen, wie man bessere Fotos machen könnte. Dazu gibt es ein paar Regeln. Und da werden die Ersten gleich sagen, Regeln sind doch dazu da, um sie zu brechen. Stimmt schon, aber zuerst muss man mal die Regeln kennen, bevor man sie brechen kann. Ich sage euch da jetzt ein paar. Regel Nummer 1, die Kamera immer dabei haben. Weil die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Na dann, machen wir uns auf den Weg. Profi-Tipp Nummer 1, Blitz ausschalten. Wenn ich will, dass der Blitz blitzt, dann schalte ich ihn bewusst ein. Und in alle anderen Fälle mag ich nicht, dass er automatisch einfach hineinblitzt. Profi-Tipp Nummer 2, blendet euch das Gitter ein. Nichts ist lästiger, als wenn ein Bild ein bisschen schief ist. Als wenn ein Meer ausringt. Oder irgendwelche geraden Linien einfach schief stehen. Schaut komisch aus, gell? Profi-Tipp Nummer 3. Haltet die Belichtung im Auge. Am besten ist, man macht es manuell und lässt die Automatik sein. Also umschalten, manuelle Belichtung. Näher rangehen. Es ist bei den meisten Bildern einfach zu viel drauf und man braucht sowieso noch nur einen Ausschnitt. Schaut auf einen ruhigen Hintergrund. Nichts ist lästiger, als wenn man das eigentliche Motiv gar nicht erkennt, wegen einem unruhigen Hintergrund. Sucht mal andere Blickwinkel. Man muss ja nicht immer nur aus Augenhöhe nach vorne schauen. Geht auch ganz anders. Geht wirklich anders.
Die nächsten Tipps: Stellt das Motiv nicht immer in die Mitte. Teilt das ganze Bild ein bisschen auf, so ein Drittel, zwei Drittel ungefähr. Stellt es bewusst auf irgendwas scharf, damit die anderen Sachen unscharf sind. Das lenkt dann den Blick unweigerlich auf das, was man da fotografieren wollte. Schaut, dass es Kontraste gibt. Hell-dunkel zum Beispiel. Und weiter geht's. Vorher gesessen. Und dann gibt es immer nur die sagen, ich habe keine Ahnung, was ich fotografieren soll. Ja, da muss man sich halt ein Thema geben. Also man kann jetzt entweder sagen, ein Thema, wie zum Beispiel der Baum, dann beschäftige ich mich mal nur mit dem Baum, oder die Computermaus, dann beschäftige ich mich mal nur mit der Computermaus. Es wäre aber auch durchaus möglich, dass man sagt, ich mache eine ganze Serie im Wald oder der Garten oder Autos, wo ich mich mit vielen verschiedenen, aber doch gleichen Dingen beschäftigen kann. Oder ich mache mir vorher mit mir selber was aus, das nennt sich eiserner Fotograf, so unter dem Ausdruck kenne ich das. Das kann man sich jetzt entweder auswürfeln, ausdenken oder von jemandem sagen lassen. Zwei oder drei Begriffe und dann macht man nur Fotos, wo diese Begriffe drinnen vorkommen, wie zum Beispiel Rot, Wiese, Rechteck. Naja, dann muss ich halt Fotos machen, wo Rot drinnen vorkommt, eine Wiese irgendwie vorkommt und ein Rechteck drinnen vorkommt. Auf die Art und Weise lernt man halt dann das bewusste Sehen. Und im Laufe der Zeit wird es dann schon. Du bist laut. So, jetzt bin ich wieder am Anfang, wo wir gestartet sind. Der letzte Tipp, den ich noch hätte, ist, beschäftigt euch einmal mit den Farben. Also wir werden das schon im Detail noch einmal machen. Aber es gibt ja diesen Farbkreis, es gibt Komplementärfarben, es gibt harmonische Farben, es gibt kalte Farben, es gibt warme Farben. Und mit dem muss man sich ein bisschen auseinandersetzen. Und dann kann man auch damit spielen und bestimmte Wirkungen mit dem Bild erreichen. Dazu aber ein anderes Mal. Jetzt geht es mal ans Fotografieren. Viel Spaß!